Mahlzeit, liebe Leute, willkommen zurück auf der Sonnenseite. Einige Tage ist es für mich her, dass wir zusammen gespielt haben. Und heute ist es wieder soweit, wir spielen Ken Follett's Die Säulen der Erde. Also, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe das Buch nie gelesen oder die Bücher. Ich habe den Film nicht gesehen. Und ja, für mich ist es eine ganz neue Erfahrung. Ich weiß quasi nichts über diesen Film, Buch und über das Spiel. Und wir werden damit heute erstmal zusammen locker flockig anfangen. Ich weiß nur, dass wir in England sind. Wir schreiben das Jahr 1146 oder so, auf jeden Fall 12. Jahrhundert. Und ja, wir sind in England und wir werden irgendwie ein Dörflein errichten müssen. Keine Ahnung, so viel habe ich auf jeden Fall aus der Beschreibung bei Steam entnehmen können. Dort habe ich das Spiel gekauft. Den Link dazu unten in der Infobox, wie man so schön sagt. Also könnt ihr euch ruhig mal reinziehen, falls euch das Spiel gefällt. Ihr könnt mir auch gerne auch einen Daumen nach oben geben. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rein und rocken die Scheiße fett. Wow, was ist das? Don't I have any tone here in here? Show me that. Ah, so. Jetzt sollte es auch mit dem Ton funktionieren. So, kleines Update bei OBS durchgerasselt. So, Teil 1. Ken Follett's Die Säulen der Erde aus der Asche. Buch 1, Kapitel 1 bis 7. Also, okay, wir können hier quasi alle drei Teile in einem Spiel vereinen. Das finde ich sehr gut. Ich habe natürlich jetzt ein wenig darauf gedacht, dass es eventuell mehrere Teile gibt, aber wer weiß, vielleicht kommt da ja noch irgendwas. Ich schaue mir erstmal die Optionen an. Die Grafik müsste... Ist das hell genug für euch? Ja, ich baller das ruhig mal noch ein bisschen nach oben. Hallo Katze. Untertitel mache ich einfach mal an für diejenigen, die... Hallo, ich nehme hier auf. Kannst du mal bitte weggehen? Also echt... Möchte man hier arbeiten, da kommt das Tier einem in die Quere. Den ganzen Tag auf dem Schoß gechillt und immer noch nicht genug. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, waren keine vielen Optionen. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal los. Möchtest du das Tutorial spielen? Ja, aber natürlich möchte ich das. Und da geht's schon los, geil. Was ist das? Aktueller Ort? Kathedrale. Beweg dich umher, indem du mit links auf den Boden klickst. Ach so, ja, Freunde, Point-and-Click-Adventure. Vielleicht ist es euch entfallen. Bewege deinen Mauszeiger, wenn er sich zu verändert. Klickere mehrere Male mit der rechten Maustaste auf das Objekt, um darüber nachzudenken. Von fähigen Händen erschaffen. Sally weiß, was sie tut. Seltsame Kinder einen überflügeln. Überflügeln. Okay. Sally. Ist Sally seine Tochter? Um alle relevanten Objekte, Charaktere und Ausgänge angezeigt zu bekommen, drücke das Mausrad oder die Leertaste. Ich mache es ganz gerne mit der Leertaste. Hallo. Kätzchen, was ist dein Begehr? Hm? Ja, und sein Spielzeug. Bewege deinen Mauszeiger, wenn er sich zu verändert. Benutze den Linksklick, um mit dem Objekt zu interagieren. Hallo, Werkzeug. Nehmen. Okay. Gefällt mir ganz geil. So, diese ganze Aufmachung hier. So, dein Inventar findest du links unten auf dem Bildschirm. Klicke auf das Werkzeug, um es auszuwählen. Du hast das Werkzeug jetzt ausgewählt. Klicke links auf etwas, um es darauf anzuwenden. Wie wäre es mit dem Wasserspeier? Um den Wasserspeier zu bearbeiten, klicke links, sobald sich der weiße Punkt im grünen Bereich befindet. Schwupp. Aber, und jetzt? Jetzt habe ich den Wasserspeier bearbeitet, oder was? Ja, ist gefährlich, was hier abläuft. Sprich mit Sally. Okidoki. Sally, grüß dich. Wie ist es? Winke, um ihre Aufmerksamkeit zu gelangen. Huste, um ihre Aufmerksamkeit zu gelangen. Klicke mit links auf die Antworten deiner Wahl. Später im Spiel kannst du einzelne gesprochene Zeilen mit einem weiteren Linksklick überspringen. Okay. Hallo, Mäuschen. Nicht. Doch. Wenn du lieber nichts sagen und schweigen willst, warte, bis der Timer abgelaufen ist. Sag deiner Tochter, dass du bald zurück bist. Es ist meine Tochter. Ich bin bald wieder da, Kleines.
halt die Ohren steif, gibt der Katze immer artig ihr Fressi. Wenn sich der Mauszeiger über einem Objekt zu blöp 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 verändert, benutze den Linksklick, um ein anderes Gebiet zu erkunden. Doppelklicke auf einen Ausgang, um die Sache zu beschleunigen. Wir klicken doppelt. Wir haben hier nichts zu verlieren, schon gar keine Zeit. So, Shiring, England. 11:35. 11:46 ist... Kommt das Gleiche raus. So. Wie habe ich es denn hier? Also, ich habe ja schon einige Point-and-Click-Adventures gespielt, hier auf dem Kanal auch. Und ich vergleiche das mal gerne mit Baphomets Fluch, weil es auch in diesem Comic-Stil gehalten ist. Im Gegensatz zu Baphomets Fluch ist das Ganze hier etwas rudimentärer, habe ich so das Gefühl. Also, ja, ihr wisst ja, was das heißt, rudimentär. Ne? Ich muss es euch ja nicht erklären. Obwohl es an dieser Stelle doch schon so aussieht, als ob es... Das sollte reichen. Wie fühlst du dich? Sehr flüssig ist in beklagen. Einbewegung. Mit so einem gemütlichen Baum im Rücken? Das ist das letzte Lagerfeuer. Okay. Versprochen. Ab morgen gibt's keine Bäume mehr, sondern Mauern und ein Dach. In Shiring werde ich endlich Arbeit finden. Und was, wenn der Bischof dich auf Lebzeit anstellen will? Um die Stadtmauern in Schuss zu halten. Vielleicht auch nur seinen Palast. Einfache Dinge, Tom Bilder. Nur Mauern und Dächer. Er bezieht also Arbeitslosengeld, um es mal freundlich auszudrücken. Ich habe ewig gebraucht, um in diesem Tümpel was Trockenes zu finden. Warum haben wir nicht einfach deinen Stab genommen? Das alte Ding würde prächtig brennen. Weil dieses Ding wertvoll ist. Er wurde nicht geschaffen, um als Feuerholz zu enden. Okay. Außerdem könnte man ihn noch verkaufen. Stimmt. Dann wollen wir mal sehen, ob's klappt. Schön beim Pfandleih. So, das ist also die Familie hier. Mache Feuer, aktueller Ort, Nachtlager. Sehr schön. Der Stab, der ist auf jeden Fall ein, wie sagt man, Kleinod. Buch 1, Fortschritt, Prolog. Okay. Wir schnappen uns... Mir ist kalt. Ja, ist ja gut. Der Zunder schwindelt, aber der Stahl glänzt noch. Okay, auf das Feuerholz, wenn ich bitten darf. Und gib dir mal Mühe hier. Deine hochschwangere Frau ist, recht fröstelig, wie mir scheint. Martha, willst du uns ein paar Rüben schneiden? Wir machen Suppe. Wenn's hilft. Wenn's hilft, wie frech. Alfred, geh und hol Wasser. Warum essen wir nicht einfach Schnee? Nein, meine Familie verdient richtiges Wasser. Bleib sitzen. Ich kümmere mich drum. Nichts nutz. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, Tom Bilder. Was, wenn der Bischof dir eine Stelle anbietet, wie damals in Exeter? Etwas, das deinen Fähigkeiten nicht gerecht wird, aber uns ein Leben lang ernährt. Leichte Arbeit. Etwas zu bauen ist nie leicht. Du weißt, was ich meine. Nach Exeter sagtest du, ich könnte etwas für die Ewigkeit schaffen oder ich sterbe als Baumeister von Häusern und Ställen. Aber was, wenn Häuser und Ställe deine Familie ernähren könnten? Würdest du bleiben oder würdest du weitersuchen? Tja. Auf jeden Fall könnten wir mehr tun. Aber gut, es ist familiär betrachtet, würde es uns reichen. Es würde mir reichen. Ist das so? Nein, natürlich nicht. Versprich mir wenigstens darüber nachzudenken. Ich muss vernünftiges Wasser finden. Ich nehme den Auftrag an. Ein Hinweis. Du hast einen Hinweis gefunden. Er funktioniert wie ein Gegenstand. Benutze den Hinweis auf Personen, um darüber zu reden. Benutze ihn mit Objekten, um darüber nachzudenken. Wie sie miteinander in Verbindung stehen könnten. Okay, ich akzeptiere dieses Baby verkaufen. Hinweis. Das war doch nur ein Scherz. Hört einfach nicht auf mich. So. Ich muss vernünftiges Wasser finden. Wollen wir den Stab mitnehmen? Und? Guckt er da gerade durch? Siehst du schon die Sonne? Nein, aber Martha... Jetzt stör mich nicht. Ich muss arbeiten. Ist sie frech? Toms Gnonom untersuchen, später anwenden. Wir untersuchen das Gnonom. Was zur Hölle ist ein Gnonom? Schreibt es in die Kommentare. Tom erhielt dieses Maurerwerkzeug als Abschiedsgeschenk in Exeter 11:25.
Er benutzte es dafür, das Fundament in neuen Gebäuden auszurichten. Am Schatten des Stabs können Zeit- und Himmelsrichtungen abgelesen werden, sodass eine Kirche standardgemäß nach Osten ausgerichtet werden kann. Okay, cool. Bildungslücke geschlossen. In Exeter hat Tom das erste Mal an einem Kathedralenbau mitwirken können. Zunächst Arbeit wie jeder andere. Sein Baumeister kritisiert ihn oft dafür, der erwarteten Qualität nicht gerecht zu werden. Schon bald begann Tom zu verstehen, wie wichtige Proportionen, Zahlensymbolik und die fast magischen Formeln für stabile Konstruktionen sind. Der Stab erinnert ihn an seinen Traum, eines Tages von Grund auf eine perfekte Kathedrale zu errichten. Ja, das ist ja super, ist das ja. Keine Karte am Start. Das ist mein Gnonom. Ich bin Tom. Soweit, so gut. Und ich brauche einen Schluck von diesem Wasser. Ich frage mal Alfred, ob er in seinem Gedöns hier... Hast du hier irgendwo einen Bach gesehen? Nee, richtig. Überall nur Wald. Okay. Okay. Dann nehme ich mal mit genau, den Metallkessel mit. Kannst du ihn bitte nehmen? Genau, was ich brauche. Metallkessel? Ah, ich musste mit dem rechten Mausklick erst den Hinweis ablegen. Weil es ja funktioniert wie etwas, was ich im Inventar habe. Eine der letzten Sachen, die wir noch nicht verkaufen mussten. Wir nehmen den Kessel. So, dann wollen wir mal gucken. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Sein Stab. Ja, was will ich beim Wasser holen mit meinem Stab? Nicht wahr? So, hoffentlich verlaufen wir uns nicht. Wir gehen in den Wald. Tief im Wald. Gefrorene Pfirze. Hätte ich mal meinen Stab, ich könnte das Ding zerschlagen. Tu es. Er tut es. Häuser und Ställe. Ah, jetzt muss ich da drauf klopfen, oder was? Dächer und Mauern. Ja, schön. Dreimal. Es würde mir reichen. Er denkt gerade drüber nach. Es sollte mir reichen. Sehr effektiv. So, da hätten wir es. Warum erinnert mich das Ganze hier an den Future-Video? Oh, 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 oh. Das verheißt nichts Gutes. Tom, wo bleibst du? Okay, Rückblende. Achso, vielleicht auch nicht. Kurz vor der Rückblende hat uns unsere Frau gerade nochmal in die Wirklichkeit geholt. So, ich habe also die Pfütze am Start und wir gehen zurück. Nicht schlecht. Finde ich eigentlich ganz geil. So, dann nehme ich mir mal den Kessel und tue den über das Feuer. Schwuppdiwupp, haben wir was zu trinken. Und die Hauptzutat für die Suppe, gehe ich mal von aus. Und? Hast du darüber nachgedacht, was ich gesagt habe? Jo. Ah, ich werde wohl nie eine Kathedrale... Ich werde jede Arbeit mein annehmen. Mein Traum, eine Kathedrale zu bauen, war töricht. Wenn wir nach Scheibe kommen, werde ich jede Arbeit annehmen. Was ist so toll an einer Kathedrale? Du hast doch schon einige gesehen. Waren die nicht beeindruckend? Doch. Aber es gibt doch schon so viele. Warum musst du noch mehr bauen? Gott hat doch schon genug Häuser. Darf ich? Wenn's sein muss. Also. Beginne mit den Wänden, beginne mit dem Dach. Soll ich es ihr jetzt erklären, wenn man eine Kathedrale baut? Okay. Im Grunde ist eine Kathedrale nicht anders als ein gewöhnliches Haus. Es fängt immer ganz einfach an. Mit ein paar Mauern. Und auf die Mauern kommt ein Dach. Sehr gut. Ein Dach, um den Regen abzuhalten, und Mauern, die das Dach tragen. Zusammen ergibt das einen großen, langen, dunklen Raum. Wie eine Höhle. Baue ein Portal. Baue Fenster ein. Wir bauen erstmal einen Eingang, natürlich, oder? Dürfen wir auch die Türen nicht vergessen. Und nicht nur irgendeine Tür, sondern eine große und beeindruckende, damit möglichst viele Menschen hereinkommen können. Aber ist es da drin nicht immer noch dunkel? Ja, das stimmt.
Wir fragen sie mal, was sie machen würde. Also, was schlägst du vor? Fenster natürlich. Richtig. Sonst kann man drinnen ja gar nichts sehen. Inzwischen hat unsere Kathedrale ganz schön viele Löcher bekommen. Leider kann nicht jedes Gebäude so viele Fenster haben und zugleich ein so großes, schweres Dach tragen. Was machen wir denn da? Solide und handfeste Arbeit. Das machen wir. Wenn wir nicht wollen, dass unsere Höhle einstürzt, muss alles perfekt sein. Nicht nur dick und solide, sondern auch kerzengerade und in sich stimmig. Die Wände, das Dach, die Fenster, alles perfekt proportioniert. Du solltest keine Wörter wie proportioniert gebrauchen, wenn du mit einem Kind redest. Ach jo. Was bedeutet das? Halt dein pubertäres Handmaul, Junge. Das bedeutet Schönheit. Nein, ja, gut, hat er eigentlich es bedeutet Schönheit. Mehr. Nicht nur, dass die Menschen dort trocken bleiben. Es wird ihnen Hoffnung geben. Bevor ich hier an dieser Stelle weitermache, würde ich ganz gerne mal in meinen... Nein, kann ich natürlich nicht. Super, die Musik ist mir hier nämlich ein bisschen zu laut. Vielleicht kann ich es das jetzt gerade mal regeln. Hoffnung geben. Agnes, hör auf. Mama? Du willst jetzt nicht echt... Oh, sie ist am Spreaden. Sie ist am Spreaden. Oh, shit. Das Baby kommt. Bester Zeitpunkt. Was? Es ist viel zu früh. Ist die Fruchtblase schon geplatzt? Heute Morgen schon. Kurz nachdem wir los sind. Warum hast du nichts gesagt? Ja. Warum? Tom, ich bin so müde. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Warum blutet sie so stark? Oh, shit. Oh, fuck. Sie ist auf jeden Fall hart am Spreaden. Ich mach das mal hier von der Musik her ein bisschen leiser. Muss ja jetzt nicht ganz so laut sein, ne? Sound, dem Sound folgen wir mal ein bisschen nach. Die Sprache kann ruhig so bleiben. So, da sind wir wieder. Hilf Agnes. Ja, Agnes, was geht? Kinder, hol mal Kinder. Irgendwas. Alfred, wende dich Agnes zu. Beruhigt euch. Beruhigt euch. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Dann lass uns helfen. Ja. Alfred. Alfred. Du holst jetzt erstmal hier Wasser. Wir brauchen mehr Wasser. Nimm Schnee, wenn es sein muss, und schmelze ihn. Mach ich. Und ich? Wir werden Schilfblau. Ja, genau. Hol mal ein bisschen Such Schilf. Such etwas Schilf und mach zwei Fäden daraus. Jeweils lang genug für ein Halsband. Wofür? Das siehst du dann. Okay. Will er das Kind eventuell so rausziehen oder was? Vielleicht hatte man damals keine Zangen. Heute benutzt man da manchmal Zangen für. Wie kann ich dir helfen? Ich streichle sie erstmal. Oh, alles gut. Meine Hände sind kalt. Jo. Ich könnte sie für dich wärmen. Nein, bleib hier. Bitte. Ich erzähle ihr eine Story. Sie wird sich dann ein bisschen beruhigen. Erinnerst du dich, als Martha geboren wurde und Lady Isabella Hebamme spielte? Du warst dabei, ihr eine Kapelle zu bauen. Eigentlich sollte ihre Magd die Hebamme aus dem Dorf holen. Aber dann sagte sie, die versoffene alte Hexe? Ich würde sie nicht mal an meine Hündin ranlassen. Und sie ließ uns in ihre Kammer. Und der arme Lord Robert konnte nicht ins Bett, bis Martha endlich geboren wurde. Das Wasser ist jetzt warm. Stell's hierher. Sehr gut. Wir haben Wasser. Diese brutale Action hier schon gleich am Anfang. Streichel sie mit den kalten Händen. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Deck mich Fräulein. Zu. Wird sie sterben? Sie wird sterben, stimmt's? Alfred? Was für ein Blick. Was kann ich noch für dich tun? Haben wir sie schon zugedeckt? Was kann ich noch für dich tun? Halte mich warm. Sieh dich um. Wo ist die Decke? Kinder. Agnes, Kinder. Alfred. Hol die Decke, Junge.
Mach das Feuer größer. Sammel noch mehr Holz. Wir brauchen ein größeres Feuer. Mehr Holz? Tu, was dein Vater dir sagt. Ja, Mutter. Ich würde ganz gerne die Decke um sie rumlegen. Nicht mehr lange. Halte dich bereit. Wo ist das Ding? Ach, der Umhang, da. Die Decke wird dich wärmen. Ja, gut. So, was geht, Agnes? Was kann ich noch machen? Was kann ich noch für dich tun? Bleib einfach bei mir. Okay, die beiden sind auf jeden Fall so dick das Team irgendwie. Die Keule mit den Tränen. Ich habe mehr Holz aufs Feuer gepackt. Und? Alles klar. Wird dir schon wärmer? Ja, danke. Es kommt! Oh, Tom, shit. Hilf mir! Ich helfe dir, Agnes. Spreade. Spreade so crazy, wie du nur kannst. Ich kann's sehen. Es sieht furchtbar aus. Ja. Nein, er ist perfekt. Ein kleines Wunder. Die frisch geschlüpften käsen immer ein wenig. Du blutest immer noch. Jo. Keine Sorge. Es wird bald aufhören. Sie ist auch etwas blass. Tom. Um ihre fettige Haare. Danke, dass du meine Hebamme warst. Oh, kein Problem. Weißt du noch, als du damals nachts zu mir in die Hütte geschlichen bist? Als du an der Kirche meines Vaters gearbeitet hast? Wie könnte ich das je vergessen? Ich habe es nie bereut, mich dir hingegeben zu haben. Nicht einen Moment. Für nichts bin ich so dankbar wie für unsere gemeinsame Zeit. Das hört sich nach Abschied an. Ich auch. Mach keinen Scheiß, Mutti. Mach keinen Scheiß. Oh nein. Ich hoffe, du wirst deine Kathedrale bauen. Ich dachte, du wärst dagegen. Das war ich. Aber ich habe mich geirrt. Du verdienst etwas Schönes. Jo. Baue eine schöne Kathedrale. Für mich. Sie macht gerade fett den Abgang, glaube ich. Siehst du? Papa, was ist mit ihrem Gesicht los? Sie hat den Abgang gemacht, Mann. Agnes? Agnes, wach auf! Oh, shit. Oh, das ist echt böse. Das ist natürlich echt böse. Ich meine, ich kommentiere das hier zwar irgendwie recht, aber die Szene an sich ist auf jeden Fall schon echt, also traurig, ne? Da ist gerade eine Mutti abgenippelt vor den Augen ihrer Kinder und direkt nach der Geburt ihres dritten Kindes. Das ist krass. Das ist krass. Tja, was soll man dazu sagen? Ich meine, solche Sachen passieren nun mal, ne? Aber das, meine Damen und Herren, das war erstmal das Intro zu Ken Follett, die Säulen der Erde. Wir werden in der nächsten Folge schon genau an dieser Stelle weiterspielen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass Tom Bilder, wie er hier heißt, mit seinen Kindern in der nächsten Stadt angelangt ist. Und dort werden wir uns dann wahrscheinlich mal umschauen. Oder aber wir werden noch in dem Wald etwas verweilen und gucken, was wir machen können, um in die nächste Stadt zu gelangen. Auf jeden Fall braucht der Boy jetzt Arbeit. Meine, aber mal zackig hier, ne? Immerhin hat er hier drei Kinder zu versorgen. Und das nicht nur mit Food, sondern auch mit Water und mit irgendwie Shelter irgendwie auch, ne? Aber für einen Anfang, muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich sehr beeindruckt. Der Himmel, die Grafik, es ist einfach sehr stimmig im Ganzen und es passt echt gut zusammen. An sich mag ich auch diese Zeit, in der das Ganze hier spielt. Und dann auch noch England. Nicht schlecht. Also, meine Damen, meine Herren, schaltet in der nächsten Folge ein, lasst mir eine kleine Bewertung da und wir sehen uns. Tschüssikowski!